Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lese ein paar Verse aus Johannes 10, wo Jesus während der Tempelweihe im Tempel ist und über seine Gottheit redet. Und das hat zu tun mit Antiochos Epiphanes. Schauen wir uns mal an. Also in Johannes 10 von Vers 22 steht, es war aber Kirchweih zu Jerusalem und war Winter. In der neuen Bibelübersetzung steht Tempelweihe. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele auf? Bist du Christus? So sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. So hat ja auch Nikodemus gesagt in Kapitel 4 vom Johannes-Evangelium. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Ja, also die Zeichen, die Werke, die Jesus tut, die zeugen von ihm und die Juden müssten es eigentlich wissen. Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid von meinen Schafen nicht, wie ich euch gesagt habe. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn steinigten. Viele fragen natürlich, warum haben die Juden Jesus gesagt, wie lange hältst du unsere Seele auf? Sag uns doch, ob du der Messias bist, der Christus oder nicht. Und im Judentum ist es wohl so, laut Talmud, wenn jemand von sich selber behauptet, dass er der Messias ist, dann ist das nicht, sondern dann müssen andere von ihm behaupten. Und deswegen denke ich, war das eine Fangfrage, die die Juden hier Jesus stellen und sagen, sag uns doch, ob du der Christus bist oder nicht, wie lange hältst du unsere Seele auf? Und Jesus sagt, wieso, an den Zeichen können das doch sehen. Also er sagt nicht, ich bin der Christus, ja, sondern er sagt, an den Zeichen können das sehen. Und später dann gibt das ganz offen zu und redet auch ganz offen und sagt, ich und der Vater sind eins. Hier geht es halt so um die Gottheit Jesu Christi, die ja auch viele heute im Christentum in manchen Richtungen auch ablehnen. Aber hier steht ganz deutlich, ich und der Vater sind eins. Also deutlicher kann man es eigentlich kaum noch sagen. Ja, Jesus Christus ist Gott, Gott geoffenbart im Fleisch. Er sagt zu ihnen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ihr seid nicht meine Schafe, ihr gehört nicht dazu. Ja. Das ist das, was Jesus im Tempel sagt und zwar als Tempelweihe war. Und diese Tempelweihe, die hier beschrieben ist, das geht zurück auf Antiochos Epiphanes. Der Antiochos, der hatte im Jahr 168 vor Christus in Jerusalem eine Sau auf dem Tempel geopfert. Der ist ja nach Jerusalem eingebrochen. Ein Teil der Juden, also eine jüdische Fraktion, die in der Auseinandersetzung gegen zwei andere zu unterliegen drohte, die ist dann irgendwann aus Jerusalem raus und ist dem Antiochos Epiphanes entgegengezogen und hat zu ihm gesagt, du, wir verraten dir, wie du nach Jerusalem reinkommen kannst, kannst die Jerusalem erobern und wir wollen dann aber unseren Teil vom Kuchen auch abhaben. So ist die ganze Sache damals gelaufen. Und dann ist Antiochos in die Stadt eingebrochen, hat dort ein schreckliches Gemetzel angerichtet und hat in Jerusalem dann auch, ich sage in Jerusalem, in den Tempel und hat dort eine Sau geopfert auf dem Altar und hat den Tempel damit entweiht. Und einige Jahre später haben die Makkabäer einen Aufstand organisiert, haben sich gegen Antiochos Epiphanes aufgelehnt, haben eine jüdische, wenn auch regional beschränkte jüdische Herrschaft wiederhergestellt und den Tempel wieder geweiht. Und dieses Ereignis wird hier gedacht. An dem Tag, wo Jesus in Jerusalem ist, an diesem Tag, als er seine Gottheit den Juden offenbart und davon redet und sagt, ich und der Vater sind eins, das ist der Tag, an dem die Juden der Befreiung von Antiochos Epiphanes gedacht haben. Und dieser Antiochos Epiphanes, der wird in der Endzeit nochmal kommen. Der wird wiederholt werden. Nicht Rom wird in der Endzeit wieder auftreten, sondern ein neues Seleukidenreich. Der Antichrist kommt aus Damaskus und ist eine endzeitliche Wiederholung des antiken Antiochos Epiphanes. Und dieser Antiochos Epiphanes, der in der Endzeit kommen wird, der Antichrist sein wird, der setzt sich nach den Worten von Paulus in 2. Thessalonicher 2 in den Tempel Gottes, da schreibt Paulus auch von,
Er sagt, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Ja, Moment mal, das ist dasselbe wie das, was Jesus gerade macht. Jesus war doch auch zum Feiertag der Tempeleinweihung durch die Makkabäer und des Gedenkens davon, dass sie von Antiochus Epiphanes befreit worden waren, war Jesus doch im Tempel und hat sich selber auch als Gott ausgegeben und hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Das ist ja eine totale Parallele. Natürlich. Denn das, was Christus getan hat vor 2000 Jahren, das wird sich in der Endzeit wiederholen mit dem Antichrist. Jesus kam im Namen des Vaters und ihn haben sie nicht angenommen. Der Antichrist wird kommen in seinem eigenen Namen und den werden sie annehmen, sagt Jesus selber. Also wir sehen hier diese direkte Parallele zwischen dem, was in der Endzeit passiert, denn der Antichrist kommt, bricht auch in die Stadt, genauso wie der antike Antiochus Epiphanes, wird dort auch eine schreckliche Verwüstung anrichten, die wird bis in den letzten Winkel reichen, der wird dort auch die dann wiedergeborenen Menschen in der Stadt Jerusalem töten und wird sich dort göttlich verehren lassen. Warum? Zu der Zeit, wenn die Stadt Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren werden wird, dann ist die Stadt Jerusalem ein Tempel Gottes. Dann ist die Priesterschaft im Tempel. Welche Priesterschaft? Naja, die Priesterschaft, die dem Priestertum Jesu Christi angehört. Dem Priestertum des Melchisedek, das ewiglich dauert. Dann, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird diese geistliche, neutestamentische Priesterschaft, auch wenn sie aus Juden besteht, ja, die nach ihrer irdischen Herkunft Juden sind, die werden dann wiedergeboren sein und werden von Jesus Christus Zeugnis geben. Dann wird Jerusalem ein Tempel sein, ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. Und dann kommt der Antichrist und bricht in die Stadt und wird diese Schmach vom Judentum abwenden, denn die Menschen, die dann in Jerusalem wiedergeboren sind, in der letzten 70. Jahrwoche, die werden 3,5 Jahre lang vom Evangelium Jesu Christi der ganzen Welt predigen. Und zwar in großer Macht und Kraft und Vollmacht. Und diese Schmach, die dem Judentum dadurch entsteht, dass aus ihrer Hauptstadt, in ihrem Land, das Evangelium dieses Jesus gepredigt wird von einigen Tausend, die dort übrig geblieben sind, belagert wurden und nach ihrer Vorstellung irgendwie religiös verwirrt sind. Diese Schmach wird der Antichrist nach 3,5 Jahren in der Mitte der Jahrwoche vom Judentum abwenden. Und dann werden die Juden zu ihm sagen, du bist unser Messias ben David, du bist der Gesalbte, der Sohn Davids. Ja, das ist der Titel, den aber eigentlich Jesus für sich beansprucht. Ja, die Juden warten ja nicht auf einen Messias, die warten auch auf zwei Messiasse. Die warten auf den Messias Ben Josef, der Messias der Sohn Josefs, und auf den Messias Ben David. Und der Messias Ben Josef, der soll getötet werden, weil in Sacharja ja steht, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Dann sagen die Juden in totaler Verkenntnis dessen, was da steht, das wäre der Messias Ben Josef, der würde in der Endzeit getötet. Und dann kommt der Messias Ben David nach ihrer Vorstellung und der wird große Schmach und Unheil von Israel abwenden. Wenn dann der Antichrist nach Jerusalem reingeht und diese Schmach des Evangeliums, was aus Jerusalem raus gepredigt wurde, von den Juden abtut, dann werden die denn als ihren Messias Ben David anerkennen und werden ihm damit den Titel geben, der Jesus gebührt. Und damit ist der Antichrist dann Antichristus. Ja, das ist die Parallele. Und wenn man das weiß und vor dem Hintergrund dann Johannes 10 liest und sieht, dass Jesus am Tag der Tempelweihe, als man der Befreiung von Antiochus Epiphanes gedacht hat, eigentlich hätte gedenken sollen, dass er genau und eben gerade an dem Tag im Tempel ist und dort sagt, ich und der Vater sind eins. Da heben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen, weil sie ihn nicht annehmen. Aber das ist die gedankliche Brücke, die man hier sieht, die die Bibel uns hier zeigt. Und dieser Text in Johannes 10, der bekommt plötzlich eine ganz tiefe Bedeutung. Darüber hinaus sind die Worte Jesu, die er hier wählt, dermaßen schön. Ja?
Er schreibt weiter vorne in Vers 9, ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Weiter vorne in Vers 1 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo herein, der ist ein Dieb und ein Mörder. In Klammern Antiochos Epiphanes, Antichrist. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der Schafe, das ist er selber. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie aus. Jesus kennt jeden von uns mit Namen. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Ja, er treibt die Schafe nicht vor sich her, sondern Jesus geht seinen Leuten voraus und wir folgen ihm. Das ist was Schönes, ja? Das Glaubensadel. Ja, da zeigt Jesus, dass er nicht die Schafe vorwegschickt, sondern er geht voraus und wir folgen ihm. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Ja, also die, die an Jesus Christus glauben, werden die Stimme des Antichristen davon unterscheiden können, von seiner Stimme. Diesen Spruch sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Mörder, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Denkt mal, das war an dem Tag, als Tempelweihfest war, ja, als sie an Antiochos Epiphanes dachten, der in die Stadt gebrochen ist und schrecklich gemordet hat. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Mörder, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. So jemand durch mich eingeht, der wird selig werden, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Deswegen ist Jesus gekommen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, also der um Lohnes willen angestellt ist für die Schafherde, der nicht der Eigentümer ist der Schafherde, der nicht Hirte ist, dass die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, denn er ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die meinen und bin bekannt den meinen. Was für andere Worte sind das, als die Worte, die der Antichrist benutzen wird, wenn er nach Jerusalem einbricht. Und die Worte, die Antiochos Epiphanes verwendet hat, als er in Jerusalem einbrach, im Jahr 168 vor Christus, ja. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also spricht er hier schon von der Kreuzigung. Johannes 10, ja, spricht er schon von seiner Kreuzigung. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muss ich herzuführen und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden. Diese anderen Schafe, das sind die Schafe aus den Nationen, aus den Goyim, aus den Heidenvölkern, ja? Menschen, die auch an Jesus Christus glauben, die auch zu dieser Herde Jesu hinzugetan werden und die werden eine Herde werden, im Geist und in Wahrheit, nicht nach ihrer irdischen Abstammung. Ja? Das sind, unter diesen Schafen sind Deutsche und Franzosen und Engländer und Russen und alle Nationen, die man, Chinesen, Südamerikaner, Grönland, Südpol, was ihr wollt. Ja? Diese Schafe, die sind auch aus einer anderen Herde, die wird Jesus auch noch herzubringen. Also er spricht hier von der Gemeindezeit und speziell davon, dass die Gemeinde zu den Nationen gehen wird. Also diese Verse sind voller Tiefe, ja, voller Bedeutungstiefe. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse und dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Also Jesus ist auf Golgatha nicht gelünscht worden von den Römern oder verraten worden von den Juden, sondern das war wohlbedachter Ratschluss Gottes, uns allen zum Heil. Gott hat seinen Sohn geopfert, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Jesus hat sein Leben gelassen und er nimmt das Leben wieder zu sich. Sieht man auch an der Kreuzigung, die römischen Soldaten, die kommen ja nachher und brechen dann den Gekreuzigten die Beine. Wenn die Beine gebrochen sind, dann gibt es Embolien, ja, also dieses Mark in den Knochen geht dann in die Blutbahn und dann gibt es Embolien, dann sterben die Leute schlussendlich nach langen Qualen. Aber als sie zu Jesus kommen, sehen sie, dass er schon tot ist. Und dann öffnen sie mit dem Speer, öffnet einer der Soldaten die Seite Jesu und dann kommt Blut und Wasser heraus. Das heißt, der Kreislauf hat schon aufgehört. Da entsteht dann die Blutsenkung. Ja, also wenn man Blut in ein Gefäß füllt und es stehen lässt einige Zeit,
dann setzt sich unten, setzen sich die roten und die weißen Blutkörperchen ab und oben bleibt so das Wasser bleibt oben stehen, ja, diese wässrige Lösung. Man muss das dann wieder aufrühren, das Blut. Und wenn der Kreislauf pumpt, dann ist das alles schön durchmischt. Aber wenn der Kreislauf stehen geblieben ist, entmischt sich das. Und deswegen kam, als die Seite Jesu geöffnet wurde, Blut und Wasser heraus. Also man sieht, der Kreislauf ist schon stehen geblieben. Das Herz schlägt nicht mehr. Jesus war tot. Er hat das Leben von sich gelassen. Und er nimmt es selber auch wieder. Das kann nur Gott. Gott in Christus. Christus als Gott. Ja, also das ist auch immer wieder die gleiche Verbindung. Darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Ja, der Vater liebt den Sohn, weil der Sohn sein Leben gelassen hat für eine sündige, ignorante, egoistische Welt. Also es ist unglaublich, dass, wenn wir das mehr verstehen würden, das würde uns das Herz brechen, dass Gott solche Dinge tut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ja, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da ward abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Ja, das ist selber unter den Christen heute auch. Ja, da ist auch Zwietracht über die Person Jesu. Ganz erstaunlich. Ich kann das nicht verstehen. Nach 2000 Jahren Evangelium und nachdem wir das ganze Neue Testament mit den Paulusbriefen haben. Und wie kann es das sein, dass es immer noch Leute gibt, die Gottheit Jesu leugnen? Das kann ich nicht verstehen. Also müsste man eigentlich mehr Bibel lesen und sich mehr an die Bibel halten, als an die Theologien, die da zum Teil in Umlauf sind. Ja. Da war abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat den Teufel und ist unsinnig. Was höret ihr ihm zu? Also die bezeichnen den Messias Gottes als Satan, als Teufel. Also da muss man schon ziemlich verblendet sein für. Ja. Wenn der Antichrist kommt, Entschuldigung, der den Teufel hat, den werden sie annehmen. Ja. Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann auch der Teufel der blinden Augen auftun? Und dann kommen die Verse, die wir hier gelesen haben. Es ward aber Tempelweihe zu Jerusalem und war Winter. Luther übersetzt hier, es wurde Tempelweihe. Manche übersetzen und sagen, es war Tempelweihe. Also es war, Kirchweih steht bei mir hier, es war der Tag, an dem der Tempel, der Weihe des Tempels gedacht wurde durch die Makkabäer, ungefähr ja, so knapp 200 Jahre vorher, ne? 168 vor Christus. Die Kreuzigung Jesu, die war so im Jahr 30, 33, da kommt man so ziemlich genau auf 200-jähriges Jubiläum. Muss wohl kurz vor diesem 200-jährigen Jubiläum gewesen sein. Jesus wandelt im Tempel in der Halle Salomos. Ja? Der Antichrist wird auch mal wandeln in diesem Tempel Gottes, in dieser wiedergeborenen Stadt Jerusalem. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele auf? Fangfrage. Bist du der Christus? Das sag es uns frei heraus. Ja, in dem Moment, wo er es bekennen wird und sagt, ich bin der Christus, in dem Moment wäre er es nicht, ja, nach talmudischer Überlieferung. Ob so ist, steht im Talmud, steht nicht in der Bibel. Ja. Das ist jüdisch-orthodoxes, jüdisches Denken. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Ihr müsst es eigentlich wissen, genauso wie Nikodemus. Ja, Nikodemus hat es ja Jesus verraten. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid von meinen Schafen nicht. Wie ich euch gesagt habe. Das ist auch eine interessante Stelle. Warum glauben die Juden nicht, dass Jesus der Messias ist? Wenn sie das nicht glauben, sind sie dann Gottes Volk? Nein. Warum? Naja, die Frage ist ja die, ist Jesus Gott? Ja, natürlich. Also das sehen wir ja hier in dem Text. Da handelt ja der Text von und Jesus sagt das ja auch. Wenn Jesus Gott ist, dann müsste man auch fragen, ist denn Israel das Volk Jesu Christi? Nein. Warum nicht? Weil sie es nicht wollen. Gut, aber wer den Sohn nicht hat, der hat den Vater auch nicht. Also kann Israel gar nicht Gottes Volk sein. Im Umkehrschluss ist es ja so, ein Jude, ein wirklicher Jude glaubt das, was Gott tut. Ein wirklicher Jude glaubt dem Wort Gottes, allem, sonst wäre kein Jude. Wenn aber Gott seinen Sohn geopfert hat auf Golgatha, und das sehen wir auch aus dem Alten Testament raus, dann müsste jeder Jude Christ sein. Dann müsste jeder Jude an Jesus Christus glauben. Oder er ist kein Jude. Er ist kein Jude. Und das steht hier. Das sagt Jesus zu ihnen. Ja? Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid von meinen Schafen nicht, wie ich euch gesagt habe. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das kann auch nur Gott ewiges Leben geben. Ja? Der Vater, der sie mir gegeben hat, der ist größer denn alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen.
Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt er, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Warum? Weil diese Hand die gleiche ist. Deswegen sagt er im direkt folgenden Vers, ich und der Vater sind eins. Habe ich mir 3 Ausrufezeichen gemacht hinter diesen Vers, ja? Da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater. Um welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um des guten Werks willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, dass du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Das ist jetzt spannend, ja? Die Juden haben ganz genau verstanden, was Jesus hier sagt. Er hat nicht gesagt direkt, ich bin der Messias, sondern er sagt, ich bin Gott. Also auch da ist das, was Jesus ist, viel höher, als die Menschen auch nur denken können. Das ist heute immer noch so. Ja. So er die Götter nennt, sagt Jesus weiter, so er die Götter nennt, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, Doppelpunkt, sprecht ihr denn zu dem, der den Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, darum, dass ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, dann glaubt auch den Werken, wollt ihr mir nicht glauben, auf dass ihr erkennet und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Das ist eins. Ja? Das ist eigentlich so die Vorbereitung für das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Sie suchten abermals, ihn zu greifen, aber er entging ihnen aus ihren Händen und zog wieder jenseits des Jordans an den Ort, der Johannes zuvor getauft hatte, und blieb allda. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes tat kein Zeichen, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und allda glaubten allda viel an ihn. Das ist richtig, ja. Alles, was Johannes gesagt hat von Jesus, ist wahr. Alles, was in der Bibel steht über Jesus, ist wahr und aller Annahme wert. Auch in so Zeiten wie jetzt, vielleicht speziell in so Zeiten wie jetzt. Und wenn man nochmal zurückkommen will zu Antiochos Epiphanes, dann sieht man eigentlich diese Parallelen. Antiochos Epiphanes im Jahr 168 vor Christus geht nach Jerusalem hinein, erobert die Stadt, verunreinigt den Tempel, meuchelmordet dort Hunderttausende von Juden. Fast 200 Jahre später schickt Gott seinen Sohn, Jesus kommt nach Jerusalem, dort, wo auch der Antiochos drin gewesen ist. Und am Tag der Tempelweihe, an dem Tag, an dem sie dieser Sache von Antiochos gedenken, kommt er in den Tempel nach Jerusalem und sagt, ich bin Gott, glaubt an mich, ich gebe euch ewiges Leben. Wenn ihr glaubt an mich, gehört ihr zu meiner Schafherde und ihr werdet aus- und eingehen und volle Genüge haben. Evangelium, Jesu Christi, Heilsbotschaft in Jerusalem an die Juden. Aber sie wollen es nicht verstehen, sie nehmen ihn nicht an, sondern sie wollen ihn steinigen. In der Endzeit wird sich diese ganze Aktion nochmal wiederholen in der 70. Jahrwoche. Dann bricht der endzeitliche Antiochos Epiphanes, wegen dessen Vorgänger dieses Tempelweihfest gewesen ist, der bricht wieder in die Stadt Jerusalem hinein. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist Jerusalem ein Tempel Gottes, ein Tempel im Heiligen Geist. Und der Antichrist bricht in die Stadt und tötet dort die Priesterschaft. Und weil dann diese Botschaft des Evangeliums in Jerusalem beendet ist, geben die Juden ihm den Titel, du bist unser Messias Ben David, auf den wir so lange gewartet haben. Du bist der Messias, der Sohn Davids. Und dann ist er Antichrist. Das ist das, was Paulus meint in 2. Thessalonicher 2. Und diese Linien müssen wir neu durchdenken. Wir müssen 2. Thessalonicher 2 neu anschauen und vor allem müssen wir 2. Thessalonicher 2 im Kontext der alttestamentlichen Prophetien sehen. Erst wenn wir uns etwas zu Hause fühlen in den alttestamentlichen Prophetien und da einige Dinge wissen, auch aus Daniel 11, dass der Antichrist einen Vorläufer hatte etc., erst wenn wir das wissen, dann können wir zu 2. Thessalonicher 2 gehen. 2. Thessalonicher 2, das ist ungefähr so, wie der Himalaya. Da kann man nicht draufsteigen, wenn man nicht vorher mal auf der Zugspitze gewesen ist. Ja? Und vielleicht auch noch einige andere 4.000, 5.000, 6.000er bestiegen hat. Dann kann man auf einen 8.000 Meter hohen Berg gehen. Und diese Verse in 2. Thessalonicher 2 sind aus sich heraus nicht zu deuten. Die sind aus sich heraus nicht zu verstehen. Sondern man muss Ergebnisse haben an anderer Stelle über den Antiochos Epiphanes und über dessen Tätigkeiten in Jerusalem, was er damals gemacht hat, dass er schon mal den Gräuel der Verwüstung aufgerichtet hat, auf den Jesus in Matthäus 24 verweist und sagt, der kommt in der Zukunft wieder. Man muss wissen von der Wiedergeburt Jerusalems.
Man muss wissen davon, dass der Antichrist einen Vorläufer hatte, der erst beiseite getan wird. Man muss wissen, dass Israel auseinanderbrechen wird. Ja, und dann der Norden Israels in einen Bund geht mit Syrien, so wie es in Jesaja 7 gewesen ist. Und all diese Dinge, die muss man wissen, um zu verstehen, auch dass Paulus einen ganz bestimmten Abfall meint in 2. Thessalonicher 2. Er sagt, erst muss der Abfall kommen. Nicht erst muss Abfall kommen, allgemein, sondern mit bestimmtem Artikel. Erst muss der ganz bestimmte Abfall kommen. Apostasie steht da im Griechischen, die Engländer sagen auch Apostasie. Und dieser Abfall, der dort beschrieben ist, ist ein ganz bestimmtes Ereignis. Man dürfte Apostasie auch übersetzen mit Aufruhr, Trennung, Zwistigkeit, Streit. Und genau das passiert. Und das wird kommen, wenn in Israel in der letzten Zeit eine große Auseinandersetzung sein wird zwischen dem Norden und dem Süden. Dann wird der Norden sich vom Süden abtrennen. Das ist der Abfall. Das muss erst kommen. Und dann kommt der Antichrist, dann kommt der endzeitliche Antiochos Epiphanes. Ich wollte euch nur kurz diese Linien einfach mal so andeuten und zeigen. Wenn es sein soll, dann würde ich die nächsten Tage gerne noch mal was machen über 2. Thessalonicher 2 und 2. Thessalonicher 2 mal einfach lesen, indem wir alles das voraussetzen, was wir uns schon erarbeitet haben und diese Verse mal Stück für Stück durchgehen, 2. Thessalonicher 1 und 2. Thessalonicher 2. Dann sehen wir nämlich, dass diese Verse vom Zeitpunkt der Entrückung überhaupt nichts sagen. Ja, das ist eigentlich so die Premiumstelle in der Bibel, um über den Zeitpunkt der Entrückung was zu sagen. Und wenn wir das lesen mit dem, was wir jetzt wissen, was wir aus Daniel wissen, was wir aus Jesaja wissen, aus Jeremia, aus den Alten Testament, aus der alttestamentlichen Prophetie und auch aus den Endzeitreden Jesu, wenn wir mit dieser Kenntnis 2. Thessalonicher 1 und 2 lesen, dann entsteht ein vollkommen anderes Bild, ja. Und dieses Gestrüpp, was sich da so drüber gelegt hat durch diese Vorentrückungslehre, das muss beiseite geräumt werden. Und dann sieht man klar. Aber damit muss man erstmal umgehen können. Ja, das verstehe ich gut. Gut, ich schließe hier. Ich danke sehr fürs Einschalten. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Ja, eines muss ich noch ergänzen. Ich glaube, es ist irgendwie die 100. Folge von den Schlaglichtern, bin ich ganz sicher. Aber die möchte ich nicht einfach so aufhören. Ist das nicht wunderschön, welche Worte Jesus hier wählt? Das ist herzzerreißend, ja. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Und dann, als ob er es nochmal bekräftigen will, sagt er, der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer denn alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ihr könnt an solchen Worten schmecken, dass das Gottes Wort ist. Das ist es, was euch erwartet, wenn ihr zu Jesus Christus umkehrt. Ja, ihr erwartet keine Sekte oder keine Theologie oder keine Theorie. Euch erwartet das Leben. Euch erwartet die unmittelbare Nähe zu Gott in Christus. Euch erwartet die Verheißung, dass ihr niemals mehr umkommen werdet und dass niemand euch aus Gottes Hand reißen wird, weil der Vater größer ist als alles. Das, glaube ich, sollte ein würdiger Schluss sein für so schwache Worte, wie ich die hier wählen kann, für Johannes 10. Und das möchte ich nicht versäumen, gesagt zu haben. Ja? Dass Jesus Christus, das ist Wonne, das ist Leben, das ist Liebe, das ist Wahrheit, das ist reine Wahrheit mitten in einer verlogenen Welt. Ja? Das ist etwas sehr, sehr Schönes, das ist etwas sehr Wertvolles, das ist etwas, was gerade in so Zeiten, die so verlogen sind wie heute, ja, man fasst sich ja an den Kopf und sagt sich, wie kann das sein, dass so viele Menschen auch in verantwortlichen Positionen so skrupellos lügen? Das ist unfassbar. Und wenn man sich damit beschäftigt, mit dem, was wir so hinter uns haben, so in den letzten 2-3 Jahren und dem, was vielleicht noch vor uns ist, da könnte man ja glatt verzagen, da könnte man ja jegliche Hoffnung verlieren, ja. Mich hat letztens jemand angerufen und hat gesagt, ich habe den Glauben an die Menschheit habe ich komplett verloren. Da habe ich gesagt, das kann ich gut verstehen, den habe ich auch verloren. Aber nicht den Glauben an Jesus Christus.
Und das hier zu lesen, das ist Erquickung für die Seele, das ist Labsal, das ist Wasser in der Wüste, Wasser, Evangeliumswasser in einer Lügenwüste. Ja? Ich lese die Verse nochmal und schließe ich ab. Aber mir war das wichtig, nochmal nachzuschieben, ja? Weil das ist eigentlich das. Er ist eigentlich der, um den es geht, Jesus Christus, unser Vater im Himmel. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.